Platz. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich noch nie erlebt, so was Schönes. Für so eine Stadt ist schon was Feines. Wer das hingebogen hat, mein Respekt. Die Hochschule Mittweida ist offenbar in der Lage, eine tolle Feier hinzulegen. Und aus dem Grund sind wir wirklich mit Stolz Hochschulstadt. Und ich denke, man merkt, wir leben das gemeinsam. Eine Woche lang feiert die Hochschule Mittweida ihr 150-jähriges Jubiläum. Obwohl das Spiegelzelt noch ruhig und leer wirkt, hinter den Kulissen legen sich Studierende und Mitarbeiter rund um die Uhr ins Zeug. So auch unser Rektor der Hochschule, Professor Dr. Ludwig Hilmer. Wochenlange Planung haben jetzt ein Ende. Wie geht's Ihnen jetzt so kurz vor der Festwoche? Die Woche war turbulent, die letzten Stunden, die waren erholsam. Wir haben Durchlaufproben, wir haben Stellproben. Und das ist ja das Schöne an den Medien. Medien sind immer warten, warten, warten. Und dann ist es noch schöner, wenn morgen alle sitzen und der erste Trailer eingespielt wird. Dann kann es nur noch besser werden. Atemberaubender Festakt braucht eine atemberaubende Moderatorin. Angela Fingererben, heute Moderatorin von RTL, vor ein paar Jahren Medienstudentin in Mittweida. Das Ganze hier wird ja von Studenten organisiert. Findest du, dass man das schon merkt oder wirkt das hier alles schon professionell? Du kommst ja aus dem Showbusiness. Überhaupt nicht. Also das ist mega professionell. Also schon allein, wie der Kameramann gerade das perfekte Bild eingerichtet hat. Das ist halt auch so, wie es wirklich ist. Endlich gehen die Feierlichkeiten los, denn gleich startet hier der Festakt der 150-Jahr-Feier hier in Mittweida. Unter den geladenen Gästen sind unter anderem Studenten oder auch Mitarbeiter der Hochschule Mittweida, aber auch Prominente und Vertreter aus Wirtschaft und Politik. So viel Prominenz war noch nie in Mittweida. Mein Name ist Erik Frenzel, ich bin Spitzensportler in der Nordischen Kombination und studiere hier in Mittweida Wirtschaftsingenieurwesen. Ich bin zuversichtlich, dass es weitere Absolventen dieser Hochschule geben wird, die als bedeutende Erfinder, die als Unternehmer oder Sportler auch in Zukunft letztendlich für diese Hochschule stehen werden. Was für eine Rolle spielt die Hochschule für die Stadt Mittweida? Man kann wirklich sagen, die wichtigste Rolle. Es ist einfach so, eine Stadt mit 15.000 Einwohnern und über 6.000, fast 7.000 Studenten, das ist eine Größenordnung, die gibt es in Deutschland nicht nur einmal. Wenn ich hier so in die Runde schaue, dann weiß ich sehr schnell, dass es sich bei der Hochschule Mittweida um etwas ganz Besonderes handeln muss, um eine sehr würdige, anerkannte und beliebte Institution. Während im Spiegelzelt ordentlich was los ist, geht es in der Kirche etwas besinnlicher zu. Wir bekommen jetzt gerade mal einen Einblick in die Proben von dem Chor aus Kanada, der übrigens von unserer Partnerhochschule aus Edmonton kommt. Unter dem Motto Gesungene Vielfalt wird zusammen mit dem Mittweida Chor vielstimmig ein buntes Gospelkonzert veranstaltet. Joy, how do you like it in Mittweida? Oh, it's a beautiful area. We came driving through the countryside, just gorgeous. What we are noticing is how different it is to be in places that have such history. This church is amazing. To sing in this kind of a space has been wonderful. Überall kommen jung und alt zusammen. Beispielsweise beim 99.3 Radio Mittweida Konzert. Bei der Enthüllung des Möbiusbandes, welches von nun an als Wahrzeichen für praxisorientierte Ausbildung steht. Oder dem Alumni-Treffen. Unsere angehenden Studenten werden natürlich auch nicht vergessen. Unsere Professoren zeigen den Jüngsten, woher eigentlich der Strom aus der Steckdose kommt. Wie hat Ihnen heute hier die Kinderuni gefallen? Also ich bin auch Student, Matrikel 97. Wir gehen jetzt nochmal ins Haus 1, gucken mal, ob dort ein bisschen was los ist. Die zwei Professoren waren spitze, war lustig, war informativ. Zelt ist cool gemacht, perfekt eigentlich. Nach dem wunderschönen Festakt heute Morgen geht es festlich weiter. Für die Mitarbeiter der Hochschule Mittweida findet gerade der Festeabend statt. Mit Artisten, einer Zaubershow und einem tollen Programm zelebriert die Hochschule Mittweida ihr 150-jähriges Jubiläum. Willkommen im Spiegelzelt!
Fast die Hälfte unserer Studiosi kam aus dem Ausland. Jetzt zu dieser Zeit, die hier landläufig die Wende genannt wird, freue ich mich einfach, dass Maschinenbaukunde wieder gelehrt wird. Was ist mit Friedrich Opel? Ha, der hat was auf dem Kasten. Erstmal habe ich mich amüsiert, massiv amüsiert, vom Zauberer bis schicke Damen. Wer hat die ersten beiden Tore für Barcelona geschossen? Na, ich denke mal, ihr Uwe Steimle. Auch der Aufwand so wunderbar, auch mit dem Zelt, hat eine sagenhafte Stimmung gebracht. Das Konfetti ist gefallen und der Festabend ist jetzt vorbei. Frau Kusche, Sie haben mir sehr viel mitorganisiert. Wie geht's Ihnen jetzt gerade? Ich bin unglaublich erleichtert, dass es jetzt so gut gelaufen ist. Kompliment an alle, die dazu beigetragen haben. Klasse. Zu Ehren von Udo Steinberg wird ein buntes Fußballspiel veranstaltet. Udo Steinberg ist nicht nur Mitbegründer des Deutschen Fußballbundes, sondern Absolvent aus Mittweida. Das sind schon namhafte Vertreter, die da jetzt auf den berühmtesten aller Vereine treffen. Heute schlägt mein Herz hauptsächlich für Hochschule Mittweida und für meine FC Landtagsleute. Das Highlight ist das Spiel zwischen der Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden, die gegen unsere Hochschulmannschaft antreten. Vom Sportplatz zurück zum Technikumplatz. Mit einem Horch durch Mittweida, das ist das Schönste, was es gibt. Hier wird mit dem Technikerbummel durch die Mittweidaer Innenstadt an die letzten 150 Jahre gedacht. Alle Bereiche der Hochschule mit allen Fakultäten sind vertreten. Hinter mir wird gerade für den Fakultätswettbewerb geprobt und wir schauen heute mal nach, was hier so geht. Was ist denn der Fakultätswettbewerb überhaupt? Wie man hier deutlich hören kann, ist der Fakultätswettbewerb ein Gesangswettbewerb, wobei es dabei eher um Performance geht als um eigentliche gesangliche Qualität. Ihr konntet euch mit einem Song eurer Wahl bei uns bewerben und für eure jeweilige Fakultät ins Rennen gehen. Wer kann denn alles beim Fakultätswettbewerb mitmachen? Ich als Professor habe mitgemacht, die Studenten können mitmachen. Wer möchte, kann mitmachen. Irgendwo sonst kann man sich so wunderschön zum Vollhorst machen und trotzdem gefeiert werden. Klingt geil. Ja, ist es auch. Danke.